So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben etwas zu verkünden. Und zwar, ihr wisst, dass wir sehr aktiv sind auf YouTube. Wir haben diverse Kanäle, der Ozok und ich. Und ich wollte da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und es hat sich was verändert, tatsächlich. Und wir haben einen neuen Kanal aufgemacht. Also, wir haben ja schon einige Kanäle. Das heißt, ihr schaut das Video gerade auf Miracolina. Das ist ja mein Haupt-YouTube-Kanal. Da kommen Vlogs und Unboxings. Und dann habe ich noch einen Zweitkanal, Colinas Küche. Und da kommt alles rund ums Thema Essen. Auf dem Hauptkanal kommt noch so ein bisschen Holz, Schnäppchenholz von Schnäppchenhäuser, Action und Non-Food-Halls. Sachen. Ja. Ja, nee, aber bei den Halls gibt's eine Neuigkeit. Auf Colinas Küche mache ich alles, was zum Thema Essen, also vor allen Dingen auch Lebensmittel-Halls. Natürlich Kaufland-Halls. Kaufland gehen wir halt am liebsten hin. Aber Kochen, Backen, Kochen, Koch-Livestreams. Backen, Koch-Livestreams zum Beispiel. Wir machen kochen auch gerne mit euch zusammen im Internet, Livestream-mäßig. Es gibt ab und an mal ein Food Diary oder ein Aufgebraucht auch. Nehme ich euch bei den Kosten zum Beispiel mit. Ja, und erzähle euch da auch manchmal, was wir wirklich insgesamt so für Lebensmittel alles ausgeben und alles so. Food Diaries hatte ich jetzt schon gesagt. Sowas, ne? Kochen, Backen oder mal so Kochboxen testen wie HelloFresh oder so. Ja, das machen wir alles auf dem Kanal. Und Ozok hat auch zwei Kanäle, und zwar einmal sein Hauptkanal Ozok OD für Computerhilfe-Videos. Das heißt, wenn ihr Computerhilfe. irgendwelche Fragen habt zum Thema Handy, Laptop, PC, Drucker, Internet, Beamer, WLAN-Kamera. ja, das kann der Ozok alles beantworten. Wir hatten letztens erst eine Frage von einem Acer-Laptop, der leider defekt gegangen ist, und da konnten wir nichts Positives zu sagen, sondern das ist dann einfach die Billigmarke von Laptops, die kann man nicht mehr reparieren, da muss man dann halt neue kaufen. Wurde aber auch dann direkt von der Kundin, also von der Anfragerin bestätigt, dass sie den sehr günstig gekauft hat. Ja, und das war der Hauptkaufgrund gewesen für das Ja, Gerät. klar, da konnten wir natürlich jetzt nicht helfen in dem Sinne, aber manchmal reicht es ja auch schon aus, wenn jemand bestätigt, hey, das kannst du nicht reparieren. Da musst du neu kaufen. Ich hatte zum Beispiel auch wir haben zum Beispiel Handy-Ladekabel, die original von unseren OnePlus-Handys. Und das sind so Schnellladekabel und die funktionieren ultra nice. Und das ist kaputt gegangen, ne? An der Stelle, wo alle Kabel brechen. Und wollte ich auch gern repariert haben von jemandem, der das eventuell könnte. Ja, und dann sagt er mir leider auch so, nein, da sind so viele Kabelstränge innen drinne, 48 oder so. Ich weiß nicht, ich habe die Zahl vergessen. Ja, deswegen haben wir von denen hier. Die habe ich rausgesucht und die habe ich neu Er gekauft. sagt, Super. der Aufwand lohnt sich halt nicht. Ne? Also manchmal hilft es dann auch einfach, wenn man weiß, so, das kannst du nicht reparieren, ne? Musst du neu kaufen. Haben wir neue Kabel gekauft? Ich hole noch ein paar Kabel, damit ich für jeden Raum was habe. Ich will das nicht umhertragen, aber manchmal kann Aussage auch helfen. Wir hatten zum Beispiel unsere Freunde, Bekannte hatten einen Laptop, der arschlangsam war, weil ständig sind diese Werbedinge aufgeploppt, man konnte gar nichts mehr machen. Und da kann man zum Beispiel, gibt es Hilfe zum Beispiel Genau. für. Jedenfalls, wenn ihr PC-Fragen habt, ne, dann ist Ozok der Richtige mit seinem Ozok OD-Kanal. Und er hat natürlich noch seinen Ozok-Kanal. Und dann macht er sowas wie Männer-Vlogs und Meinungsvideos, Food Reviews. Meinungsvideos, Food-Reviews und auf dem Hauptkanal auch noch Technik-Unboxings. Genau. Und jetzt haben wir uns überlegt, also das ist Ozoks Baby, aber wir haben uns das überlegt, dass wir jetzt zum Thema Fevo noch was aufmachen, und zwar einen neuen Kanal. Wir haben ja die Fevos auf dem Grundstück drauf und die müssen noch komplett renoviert werden. Also die müssen wirklich kernsaniert werden, ja. Und wir legen da jetzt, also unser Fokus ist natürlich erstmal auf eine funktionierende Heizung. Ganz klar. Also Wärmepumpe, Solaranlage hier fürs Haupthäuschen. Und natürlich haben wir das im Blick, dass wir ja das Styropor gegen Holzfaser-Dämmplatten austauschen wollten, dass die Wände halt auch nochmal hübsch gemacht werden, ne? Und wenn wir dann noch zu viel Geld irgendwann haben, wissen wir auf jeden Fall eine neue Fassade, diese WDVHS Vorhangfassade. Also sowas, ne? Irgendwas Günstiges. Einspritzen geht nicht, aber dass man eventuell irgendwann die Fassade neu machen muss. Ne? Das haben wir so im Kopf. Aber für die Fevos, die müssen ja wirklich kernsaniert werden. Und das passt nicht so richtig auf unsere Kanäle drauf. Und deswegen hat Ozok gesagt, wir machen da jetzt einen neuen Kanal für.
Das heißt, wir haben da euch jetzt erstmal schon den Ist-Stand gezeigt. Wir haben da schon zwei Videos hochgeladen. Stand jetzt aktuell. Ja, genau, es kommen nochmal zwei Videos zum Ist-Stand und dann das erste Video, wo wir jetzt schon was gemacht haben. Genau. Wir nehmen euch die komplette Strecke mit, wie man sowas kernsaniert. Ja. Einmal komplett alles entkernen, bis auf die Grundmauern sozusagen. Alle losen Teile, die nicht statisch wichtig sind, werden wir abmontieren, abbauen. Und dann wird es von oben nach unten wieder neu aufgebaut. Ne? Dann wird das Dach gedämmt, dann werden die Wände gedämmt. Dann müssen natürlich neue Leitungen rein für Wasser. Wasseranschluss ist schon da, Elektronikanschluss ist auch schon da, aber die Kabel müssen alle erneuert werden. Und dann kommt eine Fußbodenheizung rein und dann wird es einfacher, ja, weil tapezieren und im Zwischenmauer ziehen und so, das haben wir schon mal gemacht, aber das kriegen wir dann wieder hin. Und wir machen das natürlich auch nicht alles selbst. Also wir gucken, wie sich so die Arbeit anfühlt, ja, und wenn es gar nichts für uns ist, dann holen wir uns natürlich da Hilfe oder professionelle Hilfe. Leute, die uns da unterstützen. Aber, und dann nehmen wir uns euch komplett mit auf dem Ferienwohnung Harz, so heißt der Kanal. Findet man natürlich aber auch, wenn man über die YouTube-Suche geht, nämlich oben mit einem Ad-Zeichen und dann ferienwohnungharz.de, also ganz einfach hintereinander weggeschrieben, und da findet ihr den Kanal direkt auf Anhieb. Da sind auch alle Informationen zu dem Kanal mit hinterlegt, auch zu unserem Gewerbe. Und wenn später verfügbar, natürlich auch die Möglichkeit über booking.com direkt dort dann zu buchen. Und wir verweisen natürlich halt auf unsere ganzen Hauptkanäle. Das heißt, ihr könnt dann dort reingucken, schmökern und uns gerne unterstützen. Genau. Wichtig für die Monetarisierung ist natürlich, dass man 1000 Abonnenten erreicht. Und da könnt ihr uns helfen. Abonnieren ist kostenlos. Ne? Da freuen wir uns wirklich sehr. Bis 1000 macht es total Sinn, nach Abos auch aktiv zu fragen. Und da könnt ihr uns gratis unterstützen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Für die Monetarisierung braucht man allerdings nicht nur die 1000 Abonnenten, sondern auch die 4000 Stunden Watchtime. Und dafür können wir dann nur Videos hochladen und dann warten, bis es soweit ist. Das ist einfach so ein Meilenstein, dass man halt auch ein paar Cent mit den Videos verdienen kann. Man wird ja damit kein Millionär in unseren Größen. Aber das ist trotzdem ganz nett, das Taschengeld halt für den Aufwand, den man ja auch einfach hat. Also das wäre halt so ein wichtiger Meilenstein. Genau, und wir haben gesagt, wir würden alles, was wir auch dort wieder, so wie ich es ja sonst gemacht habe, was wir verdienen mit dem Kanal, würde ich transparent darstellen und wir reinvestieren das halt also alles in die bis Fevo. Die Fevo fertig ist, also irgendwann ist sie ja fertig, da können wir nicht mehr investieren, aber bis dahin gehen alle Einnahmen natürlich in die Fevo selbst rein, ist ja ganz klar. Ne? Mhm. Und wenn die fertig ist aber und komplett wieder aufgebaut ist und da eine Küche drin ist und ein Bett und Schrank, Stühle, Fernseher, dass man da wirklich Kleiderschrank ja übernachten kann, ne, dann bieten wir das natürlich auch offiziellen Seiten an. Es gibt natürlich einen exklusiven Rabattcode, natürlich, wenn ihr uns über YouTube kennt, wird es dann auf jeden Fall auch geben. Und dann geht es aber weiter mit dem Kanal, sondern der ist ja nicht tot, das Projekt ist beendet, sondern es geht da auch noch weiter mit dem Kanal. Wir haben nämlich, wir sind ja hier im Unterharz, im Harz, wir sind in einem staatlich anerkannten Erholungsgebiet, wir sind hier mitten in einer Stadt, ne? Ich komme aus Berlin, aber es ist hier trotzdem eine Stadt, ja Leute. Und man ist hier genau zwischen 1000 Ausflugszielen, das heißt, wenn wir das dann fertig haben und einen Ausflug machen hier in der Nähe, dann werden wir so einen Event-Vlog, so einen Ausflugs-Vlog auf jeden Fall auch auf dem Kanal hochladen, so als Tipps und Tricks, was man so in der Gegend machen kann, wenn man bei uns ein Zimmer bucht. Ne? Das haben wir uns so vorgestellt für den Kanal. Und es ist natürlich auch unten in der Infobox angepinnt, da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und es gibt bei mir auch eine Neuerung, denn ich habe jetzt ein Kreativzimmer und ich liebe das sehr, ja, mein Zimmerchen. Es muss noch weiter eingerichtet werden, noch hatte ich ja nicht die Zeit, ein bisschen kreativ zu sein, aber es kommt, ja, wir planen schon Dinge im Hintergrund und ich habe ja meinen alten Food-Review-Kanal noch und den wollte ich gerne recyceln und Food-Reviews mache ich ja nicht mehr, Ozog macht noch Food-Reviews oder... Was heißt nicht mehr? Ich hatte jetzt keine Lust in letzter Zeit einfach. Und wir machen ja immer nur das, worauf wir Lust haben. Und ich habe gedacht, ich möchte diese ganzen kreativen Sachen DIY-mäßig. Ich wollte euch noch mit der Strickmaschine auch mehr mitnehmen. Ich wollte noch zeigen, wie das funktioniert. Aber ich habe ja jetzt auch mein Pullover angefangen mit Handstricken. Also alle so DIY-Sachen, Handarbeitssachen oder Kreativ-Hauls
oder sowas wie die Kreativmesse. Sowas würde dann alles auf dem Kanal kommen, aber auch so einfache Tutorials, Videos von Makramee oder wenn ich irgendein Bildchen male oder wir irgendwas zusammen kreativ basteln oder so. Das habe ich gedacht, das wäre ganz cool irgendwie, wenn das extra ist, weil das verschiebt immer auf meinem Hauptkanal, hatte ich das ja bis jetzt hochgeladen und das verschiebt dann immer so mein Upload von den Vlogs, ne? Und das wäre dann in Zukunft nicht mehr so der Fall. Deswegen, das fand ich ganz cool. Wird er natürlich, ich habe da noch kein Video hochgeladen, aber wird vielleicht anfangen mit meiner Kreativzimmer-Rumtour, ja, dass ich euch durch meine Schränke mitnehme und zeige, was wo alles drin ist, wenn es fertig ist. Und dann fangen wir an. Ne? Ich hätte auf jeden Fall Bock noch, also jetzt ist ja noch Winter, das heißt Stricken, Häkeln ist noch ganz oben mit dabei. Kann euch mit der Strickmaschine noch mitnehmen. Ich habe ja auch so tolle neue Wolle bekommen. Ne? Die muss ich natürlich auch verstricken. Und ja, im Laufe der Zeit haben sich auch so ein paar Projekte so angebahnt. Und jetzt kann ich halt mitfilmen. Habe mir extra noch so ein neues Stativ gekauft, dass ich wirklich von oben filmen kann. Dass man, filme ich ja nicht mit der GoPro, sondern dass man das wirklich alles so in Großaufnahmen alles gut sehen kann. Und bereite hier alles vor. Ja, Kreativzimmer, weil das ist mein Kreativzimmer, habe ich überlegt, dass der Kanal so heißt. Ich lasse mich noch eines Besseren belehren, wenn ihr einen Vorschlag habt für so einen Kreativkanal. Ja, also das ist auch unten in der Infobox verlinkt und die Neuerung, das wollten wir euch gerne sagen. Ja, dass wir da neue Kanäle aufgemacht haben. Wir hatten ja schon immer viele Kanäle, weil manche interessiert nur Kochen und manche schauen sich nur Vlogs an und manche schauen sich nur Techniksachen an. Ne? Jeder hat ja andere Interessen und dann wird man nicht immer so genervt mit Videobenachrichtigungen von YouTube, die man gar nicht gucken möchte, das Format. Deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn man das einfach so thematisch trennt. Und ja, wir können nicht versprechen, wie die Uploads so sind auf den Drittkanälen, aber wir geben uns Mühe, dass da ab und an immer so ein regelmäßiges Update kommt. So, Update, das ist jetzt schon mehrere Tage später, sorry. Ich warte aktuell, weil es ist 11.58 Uhr und es müsste jeden Moment hier klingeln. Ich warte aktuell auf den Heizungsmenschen. Ja, also um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wir haben jetzt die letzten Wochen ohne Heizung hier gelebt und das war anstrengend. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und als wir von Berlin krank zurückgekommen sind, da habe ich zu Hause gesagt, das geht so nicht mehr. Wenn ich krank bin, brauche ich auf jeden Fall eine Heizung. Ich bin nicht deswegen krank geworden, ja, aber das ist so der Moment, wo man dann einfach eine Heizung braucht, ja, damit man sich richtig wohlfühlt auch zu Hause. Und wir hatten ja Kamin und Kachelofen und elektrische Heizungen und ja auch Heizkissen. Deswegen, das war alles gar kein Problem. Ich hatte ja auch zwei Nächte hatte ich für mein Bett so eine Heizunterlage. Das habe ich sehr geliebt, bis es kaputt gegangen ist, leider. Ich bin dann noch im Überlegen, ich wollte ja eventuell von Kaufland eine neue. Das war dann aber ausverkauft, weil es ein Aktionsartikel war. Also 1:1 umtauschen. Und auf Amazon sind die halt 10 Euro teurer, haben aber mehr Funktionen und manchmal weniger Stromverbrauch. Also vielleicht hole ich mir das nochmal, weil ich es echt ziemlich cool fand. Ja, für so eine kleine Frostmaus wie mich, ja, ist das wirklich Gold wert gewesen. Also das habe ich sehr genossen. Ich denke, ich kaufe mir das nochmal. Aber momentan in diesem Monat, also wir müssen uns da jetzt noch ein bisschen gedulden. Ja, wir können, also man kann natürlich für alles immer, alles kann man direkt kaufen, ne, aber das Geld muss ja auch da sein, ne, und wir haben auch gerade in Zukunft hohe Kosten, die auf uns zukommen und wir haben natürlich hier das Haus gekauft, deswegen müssen wir so ein bisschen gucken, ne? Was ist wirklich sinnvoll, ja, was braucht man, ja, was ist extrem wichtig und sinnvoll und was ist einfach nur nice to have, aber kostet nur Geld, ne? Und deswegen vielleicht nächsten Monat. Ja, der Heizungsmensch kommt und wir haben uns hier auch ganz wohl gefühlt, also es ging voll klar so mit den verschiedenen Heiztechniken, aber Ölheizung ist natürlich dann am günstigsten, wenn sie funktioniert. Wir hatten ja so ein bisschen hin und her überlegt, weil wir uns ja gerade informieren für eine Wärmepumpe, weil die ja auch 30 Jahre alt ist unten und dann macht es halt natürlich nicht so viel Sinn, so viel Geld dort jetzt noch reinzustecken. Aber ja, wir haben uns entschieden, die auf jeden Fall reparieren zu lassen, weil wir sind ja jetzt noch im Februar aktuell.
März ist jetzt auch nicht so viel wärmer, ne? Der April, der macht auch, was er will. So ab Mai wäre es ja kein Problem mehr wahrscheinlich, aber bis dahin wäre das schon so nice to have, ne? Deswegen haben wir gesagt, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ja, und der kommt jetzt gleich. Der berechnet uns übrigens keine Anfahrt, weil wir ihn gefragt haben, wann er sowieso in der Nähe ist. Und dann ist er so nett und streicht es einfach von seiner Rechnung. Das ist voll, voll nett. Ich weiß nicht, ob es alle Handwerker machen, aber wir haben da so nachgefragt und der versteht uns schon, ja, dass wir da Geld sparen wollen. Deswegen haben wir jetzt noch ein paar Tage länger gewartet. Also bis wir ihm Bescheid gesagt haben, so ja, doch, wir brauchen deinen Einsatz. Ja, dann muss er natürlich erstmal das Ersatzteil bestellen. Das hat ein paar Tage gedauert und dann muss er natürlich gucken, wann er hier in der Nähe arbeitet. Und das ist heute soweit. Also er hat vor uns einen Termin und zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr hat er sich angekündigt und jetzt ist es halt schon um 12 Uhr und ich warte jetzt geduldig, bis er bei uns klingelt. Habe ihm das Tor schon extra aufgemacht, dass er wieder aufs Grundstück rauffahren kann, hat er letzte Mal auch gemacht, da muss er seine Gerätschaften nicht so weit tragen in unseren Keller und ja, dann tauscht er diese Wärme, diese Wasserpumpe aus in so einem Energiespargerät, ja. Warum auch immer wir das jetzt brauchen sollten. Und dann führt er noch die jährliche Wartung durch, weil die jetzt 4 Jahre nicht durchgeführt worden ist von den Vorbesitzern. Und dann sollte alles problemlos weiterlaufen, bis natürlich wir die Wärmepumpe einbauen lassen. Da haben wir jetzt, wie gesagt, auch schon mehrere Vorschläge bekommen. Und zwei sagen wir jetzt auf jeden Fall ab. Einen Termin haben wir noch. Und dann, wir haben aber schon von dem, das, wo wir das zweite Angebot bekommen haben, den haben wir jetzt schon eine E-Mail geschickt, dass wir da schon Interesse hätten, haben wir erstmal nach einem Rabatt gefragt, weil, naja, bei 26.000 wäre ja schon irgendwo Rabatt vielleicht drin, aber wir haben auch geschaut, so welche Wärmepumpe er einbauen möchte, welches Modell und haben das natürlich auch mit anderen Angeboten verglichen und wenn man die Wärmepumpe zum Beispiel einzeln kaufen würde, wäre die 1.000 Euro billiger. Ne? Also da haben sie zum Beispiel 1.000 Euro draufgeschlagen, was wir dann so rausfinden konnten, wo man hätte eventuell noch ein bisschen Rabatt raushandeln können. Aber Rabatt gibt er uns nicht, weiß nicht, ob wir vielleicht einfach nur zu frech sind oder so oder ob das unüblich ist. Aber wir haben es wenigstens mal versucht und er sagt, er könnte uns ein anderes Modell einbauen, aber das wollen wir eigentlich nicht. Also wir wollen schon gerne dieses Modell haben, das sagt uns zu und das ist auch Stiftung Warentest, das ist das Testsieger-Wärmepumpe-Modell für so ein altes Haus mit kleinen Heizkörpern, ohne Flächenheizung etc. pp. Deswegen, also das Modell, das hätten wir schon gern, ein schlechteres wollen wir nicht. Das kostet zwar 2.000 Euro weniger, das Modell, aber hat er natürlich langfristig mehr Stromverbrauch und nicht so eine gute Leistung einfach, ne? Und damit ist uns ja dann am Ende auch nicht geholfen. Das wäre dann wieder spannend an der falschen Stelle. Ja, ansonsten könnten wir jetzt noch sparen, indem wir Leistungen absagen. Und zum Beispiel die Entsorgung der Altgeräte. Ne? Das muss ja, kommt ja in den Sondermüll, weil Öl kann man ja nicht einfach so wegwerfen. Und da könnte man zum Beispiel sparen, weil wir haben ja genug Platz im Keller. Ne? Uns stört es nicht, wenn es dann auch 3, 4, 5 Jahre länger da stehen bleibt. Und können wir auch irgendwann mal entsorgen lassen, wenn wir wieder ein bisschen zu viel Geld haben. Also wir sind da jeweils gerade im Gespräch und es ist alles sehr positiv soweit. Und da haben wir auch auf jeden Fall Bock. Aber das dauert natürlich auch, bis die eingebaut werden kann. Weil dann, wenn wir uns einig sind, ja, was das ganze Geld betrifft und die Rechnung betrifft, dann brauchen wir natürlich eine extra Rechnung für, ich habe ja hier überall Boiler drin, vor jedem Wasserhahn. Und ich möchte natürlich die Boiler alle rauskriegen. Und dazu haben wir ja schon mitbestellt, gibt es so einen 100 Liter Tank, der in den Keller kommt mit heißem Wasser. Aber damit es hier oben auch ankommt, muss man wohl eine extra warme Wasserleitung erstmal hier hochlegen. Weil das wurde ja bis jetzt nicht gemacht, weil wir ja die Boiler haben. Und das macht die Firma aber auch mit. Das finden wir ganz gut. Also da kommen nochmal extra Kosten auf uns zu. Und ja, das wäre uns auf jeden Fall ganz wichtig, vor allem, weil wir das warme Wasser hier oben ja immer noch nicht angekriegt haben. Ist kein Problem, ne? Unten funktioniert es tadellos, aber wir wollen auf jeden Fall die Boiler alle loswerden und dann regelt sich das alles von alleine, wisst ihr, was ich meine? Jedenfalls, es dauert, wir machen das natürlich mit der Förderung, mit der aktuellen Wärmepumpenförderung. Da gibt es ja gerade ganz spannende Angebote von der Politik, das wollen wir natürlich in Anspruch nehmen. Das heißt, wir beantragen das jetzt erstmal.
Und dann müssen wir mal gucken, sind die Töpfe schon leer? Gibt es Rabatt? Sagen die ja, nee, weiß ich nicht. Ne? Also das müssen wir erstmal beantragen. Das dauert auch natürlich auch noch ein paar Wochen. Und dann müssen die Handwerker natürlich auch noch Zeit haben. Und es geht schon recht schnell, weil wir hier in ländlicher Gegend in der Stadt sind. Ja? In Berlin wird es dann ein Jahr plus dauern. Aber hier geht es dann doch in 2, 3 Monaten, hat man das Ding dann wahrscheinlich eingebaut. Dann hat man wahrscheinlich eine Woche lang nochmal kein warmes Wasser und keine Heizung. Aber dann ist alles safe. So, jetzt muss ich schnell runter. Aber wir haben so schönes Wetter heute, echt richtig krass. Also, der Heizungsmensch ist fertig. Und ja, was sollen wir sagen? Richtig, richtig gut. Außerdem hat er uns noch so ein paar Geldspartipps dagelassen. Und wir gucken, dass wir alles umsetzen können. Es ist jetzt schon warm im Haus. Also unten habe ich alles schon kontrolliert. Da gehen alle Heizkörper. Also bis auf der hier. Der geht nicht. Also da wissen wir nicht, was mit dem los ist. Und ich dachte, ja, jetzt ist halt Frühling. Und wir können jetzt langsam anfangen zu dekorieren. Na, seht ihr, draußen scheint auch die Sonne. Okay, unser Müll ist jetzt nicht so die schöne Aussicht. Aber ich habe jetzt überlegt, so, wo fange ich an mit der Deko? Weil es ist ja noch so medi fertig. Und Gästezimmer, da hatte ich Bock drauf. Also schaut mal, hier habe ich meine ganzen Kissen auch noch hingelegt. Habe die Kissen alle neu bezogen und alle Kissen, die wir so hatten, erstmal hingelegt. Das sind ja die Kissen von meiner Hängeschaukel. Da wissen wir leider noch nicht, wo wir die ranbringen können, weil das sind ja alles Zwischendecken. Und wir müssen mal gucken, dass wir, wenn dann auch so einen Balken treffen, halt, ne, wegen dem Gewicht. Und wir wissen dann auch den Platz noch nicht so. Ja, wenn nicht, trenne ich mich von der. Aber es war eine schöne Zeit mit der Schaukel. Jedenfalls habe ich hier auch noch den Tisch gedeckt. Und hier ist ein bisschen Kleinkram. Ich wollte nicht, wenn man Fernsehen guckt, dass man das so ablenkend ist. Deswegen habe ich nichts Großes hingestellt. Und das ist hier noch das älteste Fenster. Das müssen wir irgendwann austauschen. Aber ja, hier kann auf jeden Fall die Tür zu, weil das ist ja das Gästezimmer. Das nutzen wir natürlich nicht. Und da ist es nur, die Heizung nur so an, dass es nicht friert. Ne? Also frostfrei natürlich. Das ist der Rest von meiner Osterdeko. Und schaut mal, das ist aus der Ferienwohnung. Sind die leider nicht total niedlich. Ich habe die schon einmal durchgewaschen in der Spülmaschine. Knallhart einfach. Fand ich ganz niedlich. Die können wir bestimmt jetzt nochmal benutzen. Sind noch 5 Stück gewesen. Und hier die Teile finde ich ja auch voll niedlich. Aber ich bin mir nicht so sicher, ne, ob ich in meine eigenen Türen auch wirklich ein Loch machen möchte. Ich warte mal ab, was Ozark davon sagt, dass ich einfach Nägel in die Wand haue. Oder ob wir so Klebesticks, weiß ich nicht, so Tesa, Haken oder so. Ob wir die dann mal kaufen demnächst, ne, um die Türen nicht zu zerstören. Wäre ja irgendwie auch blöd, weil das sind neue Türen halt hier, ne? Also nicht jede Tür ist neu, aber die hier ist zum Beispiel neu im Gästezimmer, im Badezimmer, die hier in der Küche ist neu. Und das ist die alte Hauseingangstür. Die ist natürlich nicht neu, aber ich kann ja schlecht durchs Glas dingsen. Also hier ist ja Holz. Hier ist zum Beispiel ein Nagel. Den könnte ich benutzen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es an der Tür so wirkt, weil die Tür sehr unruhig ist. So. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Ich warte dann noch mal ab, bis ich die Hängesachen dran hänge. Und ansonsten habe ich hier auch noch so ein bisschen verteilt. Und hier ist mein schönes fröhliche Ottern, meine Freunde, Schild. Also für Osterdeko ist natürlich ein bisschen zu früh, aber Frühlingsdeko geht eigentlich voll klar, bin ich der Meinung. Weil jetzt wird das Wetter hoffentlich immer schöner jetzt demnächst. Ja, also Heizung läuft. Die Heizung ist noch etwas zu laut. Und wir haben ungefähr 100 Liter. Ne? Also das ist jetzt hier Spiel mit einem Feuer, dass es reicht, bis die Wärmepumpe installiert wird. Weil wir können nur 500 Liter auf einmal bestellen an Heizöl, sonst kommen die halt hier nicht, die Leute nicht angefahren mit dem Tanker. Und 500 Liter, da würden wir ja bis zum nächsten Winter kommen. Ne? Das wäre natürlich total überdimensioniert. Das wollen wir uns sparen. Also wir hoffen, dass wir jetzt mit den 100 Liter jetzt noch 2 Monate hinkommen, wenn wir sparsam sind und wenn es jetzt wärmer wird. Und dass dann die Wärmepumpe installiert wird, ne? Dass es sich genau ausgeht. Ja, ich habe auch Wäsche abgehangen. Die neue Wäsche ist auch unten. Die hänge ich nachher auf. Die ist in 20 Minuten fertig. Ach ja.
Aber dass dieses Zimmer hier beheizt ist, das ist das Allerbeste jetzt eigentlich. Weil die Klamotten, die sind halt auch kalt, ne? Wenn man hier reinkommt und sich von oben, ne? Wir schlafen oben. Oben ist natürlich dann schön warm und dann kommt man hier runter. Und dann sucht man sich Klamotten raus und dann war es immer ein bisschen kalt und frisch, ne? Und dass hier die Heizung jetzt funktioniert, das ist wirklich richtig cool. Ja, ja. Ansonsten war es jetzt nicht so krass beeinträchtigend, weil ansonsten hätten wir halt eher was gemacht einfach. Das ist ja ganz klar. Uns ging es ganz gut soweit und jetzt ist die Sache erledigt. Er sagt halt noch, unsere Ölheizung ist etwas zu laut. Und theoretisch würde er das austauschen, das Teil, was so laut ist. Aber dadurch, dass er ja weiß, dass wir die Wärmepumpe machen, lohnt sich das nicht. Und er denkt, ja, dass das noch dann durchhält, solange bis die Wärmepumpe kommt. Ja, ansonsten ist sie demnächst wieder defekt. Hört sich auf jeden Fall so an, sagt er. Er drückt uns auf jeden Fall die Daumen. Ich war gestern in der Fevo und habe die Sachen hier hochgeholt. Die ganzen Gläser für unseren nächsten Sektempfang. Mega gut. Achso, Post ist da, die habe ich auch mit hier reingeschmissen. Und noch ein paar Vasen, alle Sachen, die ich so cool fand aus der Fevo, ne, die ich noch retten möchte. Weil den Rest werde ich dann zu verschenken reinstellen. Ja, also mit den Pullis ist es auf jeden Fall jetzt schon zu warm. Ach ja, oh ja. Also wir sind total happy, dass die Heizung jetzt endlich wieder funktioniert. Das war eine wilde Zeit auf jeden Fall. Aber wenn man das alles selber zahlen muss, dann muss man halt Prioritäten setzen einfach. Ja, ich beende das Video hier an dieser Stelle damit. Alle unsere Kanäle sind immer unten in der Infobox verlinkt, genauso wie die Community-Handynummer. Da freue ich mich auch über WhatsApp, Text und Sprachnachrichten. Und ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao!